Ich habe von einem Test gehört, den einige Oberschüler vor einiger Zeit in ihrer Stadt gemacht haben. Und zwar haben sie genau den gleichen Brief anonym an eine ganze Schar von Menschen aus der Prominenz der Stadt geschickt. Also Unternehmer, Personen des öffentlichen Lebens, Politiker und so weiter. Alles, was da so in Amt und Würden war. Und sie haben nur einen Satz reingeschrieben in diesen Brief. Und der hieß, es wird alles ans Licht kommen. Es wird alles ans Licht kommen. Diesen Brief anonym verschickt. Hatte katastrophale Folgen, so habe ich gehört. Es soll sogar jemand gegeben haben, der sich daraufhin umbrachte. Andere kamen in psychiatrische Behandlung. Es war etwas, was die Leute unter größten Druck gebracht hat, dieses Bekennerschreiben. Es kommt alles ans Licht. Nun, weißt du was? Es ist eine absolut grundlegende biblische Wahrheit. Die Bibel sagt, es wird alles, alles ans Licht kommen. So viele Menschen leben, als ob sie niemals Rechenschaft geben müssten für das, was sie tun, für ihr Verhalten und ihr Fehlverhalten. Sie leben so, als ob es überhaupt keine Konsequenzen haben müsste. Doch die Bibel sagt uns völlig unmissverständlich, es kommt der Tag, wo wir, jeder einzelne Mensch, Rechenschaft ablegen muss für sein Verhalten vor dem allmächtigen Gott. Und wir sollten so leben, dass wir diesen Tag möglichst unbeschadet überstehen. Die Bibel sagt dazu, nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Die Dinge kommen ans Licht. Jesus selbst sagt das. Die Dinge kommen ans Licht. Unser Verhalten wird ans Licht kommen. Insofern ist diese Aussage von diesen Schülern wirklich die Wahrheit. Lukas 8, Vers 17 sagt, es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird. Und nichts Geheimes, das nicht bekannt wird und an den Tag kommt. Wir sollen so leben, dass wir im Licht wandeln. Das heißt, dass die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, das, was uns betrifft, am Licht ist. Dass es jederzeit zu sehen sein darf. Keine Heimlichkeiten, keine Mauscheleien, keine Schweinereien, keine Leichen im Keller. Keine Dinge, die vor dem Angesicht Gottes nicht bestehen könnten. 1. Korinther 4, Vers 5, da heißt es, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Weißt du, das ist ein kleiner Teil von biblischen Aussagen, die davon sprechen, dass die Dinge ans Licht kommen werden, dass Sachen offenbar werden, spätestens am Tag des Gerichts. Und ich möchte dich einfach motivieren, dein eigenes Leben diesbezüglich zu prüfen und dein eigenes Leben diesbezüglich zu leben. Dass die Dinge, wo wir meinen, dass man sie wegdrücken kann, wo wir meinen, dass man sie so vertuschen kann, dass wir uns dessen bewusst sind, diese Dinge sind vor Gott völlig offensichtlich. Und da ist es gut, wenn wir eine gesunde Ehrfurcht vor Gott haben, ein gesundes Bewusstsein der Ewigkeit haben, ein gesundes Bewusstsein haben, dass unsere Taten Konsequenzen haben werden. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Botschaft, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. Auch wenn für viele Leute das sehr bedrohend ist. Es ist eine sehr gute Botschaft. Denn wenn wir in unserem Leben die Dinge mit Gott bereinigen, indem wir sie ans Licht bringen, dann können sie vergeben werden, dann können sie weggenommen werden. Dann können wir mit Gott wirklich ins Reine kommen. Aber solange die Dinge im Finstern verborgen bleiben, haben sie Macht über uns. Haben sie die Möglichkeit, uns in Finsternis festzuhalten. In dem Sinne möchte ich dich einfach einladen, denk mal darüber nach, wie du dein Leben lebst und ob es angesichts dieser Wahrheit, dass der Tag kommt, wo alles ans Licht kommt, wirklich so in Ordnung ist oder ob du mit dem Herrn da ein klein wenig Feintuning vornehmen solltest. Er hat keinen Stress mit dem, er mit dir, mit den Dingen in deinem Leben. Er weiß genau, was abgeht.
Und wenn du mit ihm es in Ordnung bringst, dann freut er sich. Er wartet schon auf dich. Gott hat mehr für dich.